So, meine Damen und Herren, willkommen zurück bei einem neuen Let's Play. Und zwar, also ist kein neues Let's Play, aber einer neuen Folge von Let's Play Trains in World. Ja, endlich fahren wir mal wieder hier eine Runde. Ich habe es hinbekommen, dass das Ganze ein bisschen flüssiger läuft in der Aufnahme. Es ist noch nicht perfekt, aber ich bin da auf einem guten Weg, sowohl was Hardware als auch Software-Konfiguration angeht. Und heute fahren wir mal ein Szenario. Wir fahren mit der Hessischen Landesbahn. Das Design habe ich ja schon hochgeladen auf dem YouTube-Channel für die Baureihe 423. Wir gucken es uns hier nochmal an. Genau. Und mit diesem Design fahren wir heute von Aschaffenburg bis, lass mich lügen, ich glaube Laufach. Laufach? Nee. Oder Hösbach? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Wir werden es ja gleich sehen. Genau. Und ich dachte. Also ich habe das Szenario selbst erstellt, denn ich wollte natürlich mein Design hier auch nutzen. Ich habe da auch im DB-Navigator geguckt, dass das alles der Realität entspricht und dann noch ein paar Güterzüge eingebaut und so ein bisschen Szenerie. Ist jetzt kein spektakuläres Szenario, auch ein relativ kurzes, aber genau, wir gucken da mal rein und wir düsen los, verlassen hier Aschaffenburg und gehen in Richtung Hösbach, 6,4 Kilometer, dann sind wir dort. Ja, gucken wir uns hier nochmal das Design an, HLB. Hessische Landesbahn. Ich glaube, das ist der Rhein-Main-Verbund, wenn mich nicht alles täuscht, mit diesen Streifen da oben in grün, türkis, was weiß ich, blau. Korrigiert mich da ruhig, wenn ich falsch liege. Kenne mich da nicht ganz so aus, fand nur das Design cool und habe das dann für die 423er ein bisschen ja, darauf angepasst. Das gibt es dann echt gar nicht für diese Baureihe. Da hinten steht ein Güterzug. Guck an. Ja, genau. Wir auf jeden Fall jetzt auf dem Weg Richtung Hösbach, Richtung ja, Spessart-Rampe. Die werden wir allerdings nicht hochfahren, sondern davor endet unsere Fahrt. Dieser Zug kommt in der Realität, glaube ich, von Frankfurt Main Hauptbahnhof, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Ist ja sowieso nicht so wichtig, denn im Spiel können wir nicht weiter wie Aschaffenburg. Beziehungsweise wir kommen jetzt ja von Aschaffenburg im zweiten Part, also das ist Part 1. Im zweiten Part gibt es dann auch noch die Rückfahrt. Die können wir uns dann natürlich auch nochmal geben. Vielleicht kommt die dann in den nächsten Wochen. Mal schauen. Wir werden sehen. Ihr werdet sehen. Ich werde es ja schon früher wissen. Das ist der Vorteil als Creator. Naja, gut, nur ein kleiner Vorteil. So, auf dem Weg Richtung Hösbach. Was ist denn hier die Maximalgeschwindigkeit des Zuges? Mal kurz gucken. Vmax 140. Okay. Das heißt, wir werden die 160 jetzt nicht komplett ausfahren, sondern uns da schön dran halten. Ich könnte jetzt natürlich auch einfach Gas geben und diesen Zug ausmaxen. Gucken, wie schnell er fährt. Aber wir halten uns dann mal schön an die 140. Wir wollen es ja, naja, was heißt, wir wollen es realistisch halten? Ich fahre sowieso nicht realistisch. Ich bremse viel zu heftig und so weiter. Also ich bin da auch eher so ein Arcade-Fahrer. Naja, Arcade. Also ich finde es schon cool, wenn es realistisch ist, aber dadurch, dass ich einfach kein Triebfahrzeugführer bin, in echt fahre ich da einfach. Also ich habe alles von Train Sim World gelernt, muss ich gestehen, und ein bisschen von Train Simulator. Also auch SIFA und PZB. Habe ich jetzt gar nicht an, merke ich gerade. Das ist natürlich ärgerlich. Na gut. Ich glaube, wir werden es überleben. Das ist jetzt ja keine so lange Fahrt. Ich möchte natürlich eigentlich mit SIFA und PZB fahren. Ach, gucke mal, da kommt ein Güterzug. Eine 182er im MRCE. Lackierung mit Autowaggons. Coole Sache. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Das habe ich vergessen. Ja, achso, doch, PZB und so. Genau, PZB, das muss ich echt dran denken, dass ich das die nächsten Let's Plays, ich werde jetzt bestimmt wieder öfter hier mal so Fahrten machen in Train Sim World. Muss ich mal gucken, dass ich da dann PZB und LZB einschalte. So, 120 ist hier angesagt. Oh, 40. Um Himmels Willen. Das habe ich nicht kommen sehen, da hätte ich mal auf die Signale achten sollen, aber ja, ich bin hier vielleicht, wenn ich hier Let's Plays mache, auch nicht ganz so achtsam. Zudem sind mir die Signalbilder auch nicht alle so 100% präsent im Kopf. Aber ich glaube, wir schaffen das noch auf die 40 runter. Mal schauen. Ja, locker. War jetzt eine harte Bremsung. Hälfte der Personen ist da hinten durch die Gegend, sind da hinten durch die Gegend geflogen.
Aber Hauptsache, wir sind hier rechtzeitig bei den 40. Das ist jetzt halt, wäre nicht passiert jetzt so, wenn ich die PCB aktiviert hätte. Ja, habe ich leider vergessen. Deswegen heute mal so ein bisschen eine unrealistische, späte Vollbremsung. Naja, gut. Werden wir überleben. Und wir halten jetzt gleich, jetzt bin ich am Tisch hängen geblieben, ich hoffe, das hat man nicht zu sehr gehört. Genau, halten wir jetzt mal hier in Hösbach, Gleis 1. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So sieht es nämlich aus. Ich weiß wieder nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ich habe eben versucht, glaube ich, irgendwas zu erzählen und habe mich zweimal selbst unterbrochen. Ja, dann war es wohl nicht so wichtig. Ja, also PZB schalte ich die nächsten Male an, sofern wir deutsche Züge, sofern ich mir deutsche Züge aussuche zum Fahren als Let's Play. Also hier merkt man jetzt auch gerade, es läuft noch nicht ganz so flüssig, wie ich mir das vorstelle in der Aufnahme. Oder wenn ich aufnehme. Aber es lässt sich auf jeden Fall deutlich, deutlich besser angucken als noch in den allerersten Videos, wo ich einerseits schlechtere Hardware hatte, andererseits die Software nicht perfekt angepasst habe. Ja. Schauen wir uns hier nochmal das Design an. Also ich bin da ganz zufrieden mit. Ich weiß, meine Designs sind oft nicht so ganz 100% detailliert, denn da fehlen so die ganzen Angaben, so Gewicht und Vmax und so, was eigentlich außen unten auf dem grauen Balken, auf dem grauen Streifen unten meistens steht. Da weiß ich halt nicht genau, was wohin muss. Und es ist immer schwierig von Bildern aus Google Bilder zum Beispiel oder Bing. Wenn man da näher ranzoomt, wird es auch unscharf und dann stehen da auch nur noch, dann sieht man auch nur noch, dass da halt Sachen stehen, aber was jetzt genau wo steht, weiß ich auch nicht. Und ja, zudem ist ja auch Texte schreiben echt ein Krampf in diesem Livery Designer. Zumindest aktuell. Und deswegen ist das auch wäre das ein sehr großes Gefummel. Ich will das eines Tages will ich das schon umsetzen. Ja, ich werde das sicherlich auch so machen, wenn dieser Creators Club erscheinen wird. Da gibt es ja zumindest Stand der Aufnahme jetzt. Ich weiß nicht, wann ich es hochlade, wie es da dann aussieht. Ich werde ein News-Video machen, sobald es Infos zum Creators Club gibt, nähere Infos gibt. Wann das erscheint, was es alles beinhaltet. Also, pardon, muss auch gerade mal räuspern. Stimme verlässt mich langsam. Obwohl, nee, verlässt mich nicht, aber ich musste mich kurz räuspern. Ja, mal sehen, wie dieser Creators Club wird. Ich habe schon gehört. Ich habe schon ein paar Infos und habe aber noch kein Video dazu gemacht. Stand jetzt, also wie gesagt, ich weiß nicht, wenn das Video rauskommt, vielleicht habt ihr da schon mehr. Vielleicht gab es da schon ein Video auf meinem Kanal dazu. Kommt auch darauf an, wegen meiner Klausurphase jetzt, die jetzt ansteht und stattfindet. Da werde ich sicherlich nicht so viel Zeit für den Kanal, leider Gottes, haben. Ja, genau, also Creators Club, da werde ich dann die Designs, sofern das geht, hochladen. Also sofern das auch mit den ganzen Designs und Marken geht, also ob da ein Deutsche Bahn Logo drauf sein darf. Natürlich sind das nicht die echten Logos, ich habe das ja nur mit einem Kreis und den Buchstaben nachgestellt. Dennoch wäre jetzt zum Beispiel bei irgendeinem ICE-Design, das halt weiß ist mit rotem Streifen, schon eine Tendenz erkennbar, was das sein soll. Vor allem, wenn da noch so ein DB-Logo, das fast genauso aussieht, drauf ist, mit den gleichen Buchstaben. Ich weiß nicht, inwiefern das geht. Da werden wir einfach abwarten müssen, was da Dovetail Games sagt. So wie ich das mitbekommen habe, sind die da auch gerade in Gesprächen mit ihren ganzen Partnern, ob das irgendwie möglich ist. Wir fahren übrigens bis Laufach, fällt mir gerade auf. Genau. Ja, also abschließend zum Creators Club. Ich werde versuchen, so viele Designs wie erlaubt und wie möglich hochzuladen von denen, die ich vorstelle auf meinem Kanal. Und die werde ich dann auch updaten. Also wenn ich da irgendwas dran ändere, werde ich das updaten im Creators Club und hinschreiben oder vielleicht sogar ein Video machen, wenn es größere Veränderungen sind. Ich habe auch vor, die Designs dann noch irgendwie mit Feinschliffen nochmal zu übergehen, alle mal irgendwann. Ebenso Details zu adden, wie irgendwelche Schriftzüge, die da unten noch hin müssen. Ja. Also das wird schon noch irgendwie kommen. So, jetzt mal ein bisschen früher runterbremsen. Da ist schon die 60 angeschrieben. Über dem Signal. Deswegen bremsen wir da mal schön auf die 80 gemütlich und dann langsam weiter auf die 60. So. Und dann fahren wir hier schon in die Endstation. Laufach, Gleis 1. Eine kurze Fahrt neigt sich langsam dem Ende. Genau. Und ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal fürs Mitfahren. Ja, ich werde auch in Zukunft bestimmt wieder längere Fahrten aufnehmen, keine Sorge.
Ach, hier hat er auch wieder Probleme. Wenn ich in die Bahnhöfe einbremse, ist das von der Performance noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Mal schauen. Ich habe allerdings auch ein bisschen so Grafikverbesserungen reingemacht. Vielleicht muss ich die auch wieder rausmachen, wenn ich aufnehme. Mal schauen. Ach, und hier diese Markierungen, die hätte ich auch ausschalten können. Also so, also ein bisschen unvorbereitet hier. Hochprofessionell natürlich. Wie das sich gehört für einen Content Creator. Wunderbar. So, Laufach, Bahnsteig 1. Türen, also Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bitte. So. Punktlandung. Wunderbar. 3 Meter. Klasse. Türen öffnen. Ja, und ich würde sagen, wir laufen noch mal eine Runde. Wir gucken uns das noch mal an, das Design. Wenn wir hier schon unterwegs sind. Also, hier Fahrradabteil. Können natürlich auch... Huch, ist mir hier runtergefallen. Fahrradabteil, da können natürlich auch Rollstuhlfahrerinnen und Fahrer drin ihren Platz finden. Genauso wie Kinderwagen. So. Ja, es, ich finde, es sieht schon nice aus. Also, vor allem, wenn man das Vorbild sich in echt mal anguckt. Ich habe es dann ein bisschen verändert, sozusagen, dass es gut auf die 423er passt. Ja, das Logo, die Logos sind mir, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Die sehen natürlich auch wieder nicht 1:1 aus. Das ist einfach, wäre ein Riesengefummel im Livery Designer. Aber ich finde es schon ganz gut geworden. Ja, sieht doch irgendwie nice aus, wie ich finde. Gut, dann verriegeln wir die Türen gleich wieder. Ich, ja, machen wir hier nochmal zu. Genau, ich bedanke mich schon mal jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Könnt ja mal auch sagen, wie es für euch von der Performance jetzt war, ob das anschaubar war, eurer Meinung nach, oder eher nicht so. Bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.